Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ein Bischof oder ein Priester heute Erfolg haben wollen, dann müssen sie auf jeden Fall sich als pastoral bekennen. Und pastoral heißt, dass man auf die Leute eingeht, dass man ihre Anliegen ernst nimmt, dass man in der Moderne lebt, dass man zeitgeistig ist. Und das wird implizit in einen Gegensatz gestellt zum Gesetz der Kirche, zur Glaubenslehre und implizit auch in Gegensatz gestellt zur Heiligen Schrift. Denn das Gesetz der Kirche, die Glaubenslehre der Kirche ist nichts anderes als eine Extrapolation der Heiligen Schrift. Und somit impliziert dieser Pastoralwahn eine gefährliche Situation, die voraussetzt, naja, dass eigentlich der Mensch die Situation, die Umstände des Jetzts besser wissen, was für den Menschen gut ist, als die Dinge, die von Gott herkommen. Und schlimmer noch, dass man sich den Gesetzen dieser Menschen unterwerfen muss, um in der Kirche etwas zu erreichen. Das wiederum hat zur Folge, dass die Kirche plötzlich nicht mehr dieser neue Raum ist, wo Gottes Gesetz herrscht und regiert, das Gesetz der Liebe und der Barmherzigkeit, sondern menschliches Gesetz herrscht. Und Menschen haben ja vieles für sich, aber Liebe und Barmherzigkeit, das muss man bei Menschen nicht suchen. Und plötzlich wird die Kirche, die so sich ganz zum Kunden hinabgebeugt hat, eine regelrechte Tyrannei, die Kinder in ihren Spitälern abtreibt, die die Pille danach verteilt, die die Familie zerschlägt, indem man mehr sich kümmert um den Ehebruch als um den Zusammenhalt der Ehe, viel mehr sich kümmert um den Ehebruch als um den Zusammenhalt der Ehe. Es wird eine Kirche, die nicht mehr da ist, um Gott in diese Welt zu setzen, sondern um Gott aus der eigenen Kirche zu exorzieren. Und so endet das, was so mit schönen Worten begonnen hat, auf eine tragische Weise. Ich muss dabei gar nicht groß anmerken, dass keine Kirche der ganzen Kirchengeschichte pastoral so erfolglos war, so jämmerlich und kläglich gescheitert ist, wie diese gegenwärtige Kirche, die in jeder Bewegung und allem, was sie tut, dieses Zauberwort pastoral auf ihre Flagge schreibt. Und man muss sich nicht wundern, dass diese Pastoral in der Pastoral so jämmerlich und kläglich scheitert. Denn die Kirche hat ihren Beistand von Gott, wenn sie das Göttliche zu den Menschen bringt, wenn sie desertiert von weg vom Fähnchen Gottes hin zur großen Fahne dieser Welt, dann hat sie plötzlich Gott gegen sich. Und wenn man Gott gegen sich hat, dann muss man sich nicht wundern, dass es der Kirche genauso geht, wie es ihr heute geht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.